joli, bébé, posé avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel. L'été dernier, nan nous, tu t'es songé la vie sous une. Je suis. Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Wir haben ein Auge auf dich, seit du nach Pacifica kamst. Damit ich mich nicht verlaufe. Raunka, dieser. Schöner Treffpunkt. Steh nicht so auf Beerdigung. Hab keine Angst, Etrange. Das ist nicht deine Beerdigung. Bist du mein Kontakt? Erfahr ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Ihr habt eine interessante Geschäftsstrategie hier. Keine Details, keine Namen. Niemand weiß irgendwas. Wir kennen deinen Namen. Das reicht. Scannst du mich? Checkst du mich alleine hier hin? Was für ein Chrom ich habe? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Mein Kreolisch ist ziemlich eingerostet. Yo parle mille langues dans la cité. Nous même, nous parlons seul grain. So ein Pech. Ausgerechnet eure kann ich nicht. Chrome Translation, pas maton. Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ou actuellement voulez acheter quelque? Qui ça l'appelle là? La PC est bien intelligent, il semblait. Ich suche Placide. Placide. Garde ici là. Do, do, ti, pi, ti, maman. C'est vous-même. Continuez. Bist du Placide? Wo ist deine Chefin? Ich habe einiges über euch gehört. Die Voodoo Boys, die besten Runner der Stadt. Heißt es zumindest. Nicht, dass irgendjemand weiß, was ihr im Net macht. Besser so. Innovative schwarze Software, Datendiebstahl bei Konzernen, Krieg gegen Netwatch. Aber von Hühnern sagt keiner was. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm mit. Wo gehen wir hin? Hier lang. Zu den Villa! Pacifica! Wir kommen, Pacifica. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern-Cash gewachsen. Unser Ziel ist die Gym, die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Okay, moi, un travail n'est plus tard. C'est ça, c'est que ça. Lovely. Non. Prends Herta. Placide, petit moi. Boum. Ou pas de besoin. Gagne l'autre qui gagne les pis mal. Peut-être. Mais ça, c'est pour vous. Pas pour moi, pour y repenser.
Merci. Los, ist nicht mehr weit. Lass sie! Wo geh um ihn? Was, Julia? Mais, où t'es-tu? Time, moins pas plié. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gin nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir reden hier. Setz hin. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job. Du machst, was ich sage. Verleg dich. Sofort. Und wenn nicht, wartet draußen eine Horde Freiwilliger. B. Ziel gerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Wird schon gut gehen. Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krummschamane, ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Ach, scheiß auf den Dreck hier. Du denkst, du bist frei? Kannst einfach aufstehen und gehen? Vergiss nicht, warum wir hier sind, wie. Der Typ ist ein riesiges Arschloch. Aber wir brauchen ihn leider. Ohne ein bisschen Voodoo werden wir Alt nie finden. Fertig. Können wir weitermachen? Dieser Chip. Er hat keine Signatur. Warum? Außer dem Chip ist alles okay. Neural Netzproblem. Cortex flimmern und mehr Mist. Was davon ein echtes Problem? Ich habe nach dem Chip gefragt. Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm. Also, bin ich würdig? Hab ich den Job? Mhm. Der Kamionett. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber versuch rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr Nada, richtig? Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Rasid. Batman Kelly, habt ihr noch geholfen? Batman Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reservoir Agwe gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst, höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen.
Okay. Muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Jim und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh. Meine Leute lassen dich durch. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf. Sprich, ich sollte aufpassen? Mhm. Wär klug. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinem Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Also warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Bist kein Mann der großen Worte, hm? Klar. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link, okay? Mhm. Scheint so. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Dushan, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Und die Arbeit. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Kamera im Korridor. Vermeide sie. Ist die Mann. Ich dachte, du hast seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Was passiert? Der Agent versucht, dich zu blockieren. Schnell, finde den Kamera. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agua und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmus. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viel Daten Sie haben, aber Ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellenvalidierung. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Das sieht. Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Okay. Jetzt zum ersten Stock. Dem Kino. Du hast gezahlt und okay, auf jetzt. Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Nein, scan sie sofort. Komm schon, trau dich! Der Watcher. Ich glaube, die hat genug. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Placid? Oh, hey.
Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden. Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Nightwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Sorry, ich arbeite nicht für Konzerne. Komm schon, das macht jeder. Hast du bestimmt auch. Ich könnte das sogar überprüfen, aber wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Tine-Tune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Ich glaube, ich vertraue lieber den Voodoo Boys als dir. Ich weiß, wir sind in deinen Kreisen unbeliebt. Aber immer wenn es ein echtes Problem gibt, ruft man Netwatch an. Nicht Pacificas zwielichtigen Hackerkult. Das weißt du, oder? Niemand hat mehr Ahnung von schwarzer Tech als die Voodoos. Also bevorzuge ich ihr Fachwissen. Irgendwie clever. Aber die falsche Entscheidung. Sie helfen dir eh nicht. Wenn du nicht in Pacifica geboren und aufgewachsen bist, bist du für sie ein Nichts. Ihr habt Brigitte. Wie habt ihr das geschafft? Wir wussten, die Voodoo-Runner würden sofort nachsehen, was in der Mall los ist. T-Neptune brach als erster rein. Nachdem wir ihn geeist hatten, sprang Brigitte rein, nutzte ihn als Schild. Ist eine harte Nuss, aber trotzdem stecken geblieben. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Na gut. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Black Wall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Brigitte und der andere, Neptune, wie ist ihr Zustand? Ihre Tags sind aktiv. Die Voodoos erhalten sie wohl am Leben. Aber das können sie nicht ewig tun. Nein. Was Brigitte und T weniger nützlich für uns macht. Wir wollten über ihre Schnittstelle ins Voodoo-Subnet eindringen, aber Brigitte zeigte sich stur. Sie hat ein paar Bytes aus unseren Systemen entwendet, bevor wir sie hatten. Kostprobe eurer eigenen Medizin? Die Datensammlung. Warum habt ihr Pacificas Runner im Visier? Das ist der Job. Es geht um Reso Aquae, oder? Ihr wollt kein unabhängiges Netz, wo eure Dienste nicht erwünscht sind, was? Es gibt keine unabhängigen Netze. Wenn die Voodoo Boys die Black Wall durchbrechen, sind wir alle am Arsch, so oder so. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Okay, mach schon.
Ich wusste, wir werden uns noch einig. Wie kannst du auf den Scheiß reinfallen? Oh, fast vergessen. Der Söldner geht. Er gehört jetzt zum Team, also seid nett zu ihm. Keine Probleme, ja? Viel Glück. Hab das Gefühl, wir sehen uns wieder. Ich werde den Wichser. Was soll der Scheiß, Vieh? Du bist off. Ich konnte nichts sehen. Wir sollen ihn gehen. Brigitte und der andere Typ wieder zurück. Woher weißt du? Weiß ich, Mann. Ja. Maman B. ist wahr. Sehr gut, denn ich muss mit ihr reden. Und was ist mit Nedwatch? Ist erledigt. Sprich draußen mit meinen Leuten. Sollen dich zu Placid bringen. Gehen wir. Was hast du in der Gym gemacht? Du solltest den Agenten hacken, nicht Deals machen. Sag schon, Ragnon. Sag mir, was passiert ist. Sonst schlitze ich dich auf und seh mir und dann den Dreck an. Hör zu, ich bin nicht übergelaufen. Ich bin neutral. Wir hatten nur einen Deal. Hab gemacht, was mir aufgetragen wurde. Nur atme ich noch, statt abgekratzt zu sein. Und das passt dir nicht. Booster ist die Beat. Glaubst, du bist schlauer als das Netzschwein? Nimmst seinen Pimmel, schluckst und kommst grinsend zurück. Affe, wir müssen runter. Ich kenne Networks Pläne nicht, doch sie sind noch nicht fertig. Du hast Angst vor Agenten? Dann schieß ihm in den Kopf. Wer weiß, was sie in ihn gepflanzt haben, ob sein System verseucht ist. Du wüsstest auch nicht, was bereits drin war, wie viel es wert ist. Doch, hab ihn gescannt. Normale, dreckige Ragnon. Allez, mene mon yon anka voir. Komm mit mir. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast etwas für mich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Wenn er funktioniert, bieten wir dir einen guten Preis. Deshalb redest du endlich mit mir, weil du weißt, dass ich den Biochip habe. Nicht, weil ich deinen Arsch gerettet habe. Wäre ich ein normaler Ragnon, dann hättest du mich schon erledigt. Placid dachte, du wärst gewöhnlicher Straßendreck. Deshalb hat er dich ausgesucht. Doch du wusstest vom Chip und bist trotz der Gefahr in die Gym gegangen. Mhm, genau wie du. Aber ich habe es alleine rausgeschafft. Der Chip ist unverkäuflich. Und es bringt nichts, ihn mit Gewalt zu nehmen. Er ist schon jetzt in schlechtem Zustand. Hab keine Menschenseele gefunden, die ihn mir rausholen kann, ohne mir das Hirn zu zerfetzen. Du hast den Diebstahl in Auftrag gegeben. Also musst du was über den Chip wissen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ja, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst. Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Okay, gut. Ihr dürft ran. Finalement. Komm mit mir. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Hier lang. Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist... Yon Bet de Bas. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald.
Oh. Der Watcher hat den Biotap nicht bemerkt? Seltsam. Hat er dich gescannt? Nein. Wieso? Das hätte es erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein. Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Viré courant! Tout le bagage paré. Nous allons commencer. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Syntax-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch? Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut, wie? Du solltest es ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sag ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction yeah. Connecte. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf, mach, was sie sagt. Was genau ist die Blackwall? Ich meine, ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel, wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Oh, komm schon. Nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzuprotzeln. Oh, tun wir's. Die Mund die Ball protégé. Leon avec Junkie Lee. Okay. Was jetzt? Paris. Johnny? Paris plongée.